Und damit herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und zwar zu einem Video zu zwei Bitten aus der Community. Und zwar bin ich auf der einen Seite, naja, sagen wir mal, regelrecht dazu gedrängt worden, unbedingt mal ein Dev-Profil zu zeigen. Und auf der anderen Seite wollten einige die Dev-Map sehen. Und da das beides Dev ist, habe ich mir gesagt, packe ich das alles in eines. Also packe ich das beides in ein Video und zeige erstmal das Dev-Profil und dann die Dev-Map. Und dann fangen wir mal mit dem Dev-Profil an, also dem unspektakulären von beiden. Und zwar habt ihr jetzt wahrscheinlich erwartet, dass hier alles voll mit dem krassesten Kram ist und so weiter. Das sieht nicht so aus, das Ganze ist eigentlich eher unspektakulär. Und zwar ist das hier nichts, was ein normaler Spieler nicht auch haben könnte. Und zwar sehen wir hier die ganz normale Startausrüstung. Hier ist wirklich nichts Besonderes dran. Das Einzige, was man an Besonderem sehen kann, ist, wenn man hier auf Übersicht geht, ist das der Name. Und zwar ist das hier trans-ger-013 in blau und mit einem Zahnrad davor. Das heißt, nur der Name sieht so ein bisschen anders aus. Und die Stats sind ein bisschen sehr komisch, weil die irgendwie nicht richtig ausgerechnet werden. Auch bei Gesundheit ist das alles relativ normal, bei Fähigkeiten auch, sieht genauso aus wie bei jedem Spieler, der anfängt, bei Karte, Aufgaben auch. Und auch die Händler sind relativ normal, die sind alle Level 1, die verkaufen jetzt auch nicht so ultra viel Kram, das Zeug muss auch noch alles, wie nennt sich das, Examined-Wert, also nichts Besonderes, was das Profil angeht. Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Teil des Videos und zwar zur Deathmap, die ist hier Escape from Tarkov. Wir nehmen dafür den PMC. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man versucht, auf die Karte mit dem Scuff zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, deswegen lasse ich das mal. Wir nehmen uns einen PMC, dann gehen wir weiter und dann wählen wir hier oben Arena aus. Und zwar da, wo später dann mal Arena sein wird, da ist aktuell noch die Deathmap. Wir wählen 8 Uhr aus, wir machen weiter, wir machen PvE aus. Und dann gucken wir uns, genau, Versicherung ist auch vollkommen unnötig. Und dann sehen wir hier nochmal den trans-ger-013, den Translator Germany Nummer 13. Dann machen wir uns bereit und dann wird die Karte laden. Und erfahrungsgemäß dauert das noch nicht mal wirklich lang, bis sie geladen hat. So, wir machen uns bereit, also das heißt, der trans-ger-013 macht sich bereit für seine Abenteuer auf der Arena, beziehungsweise auf der Deathmap. So, durchgeladen, wir sind auf der Deathmap, das ist hier die Developer-Karte, die ein paar Testareale hat und auch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel haben wir hier, ach genau, die Karte hat sogar einen Exit, aber der funktioniert eigentlich so gut wie nie. Ja, der funktioniert nicht, weil Sotku Bolgen. Schreibt es in die Kommentare, falls jemand weiß, was das heißt. Ich kann es ja auch offscreen nochmal nachgucken. Wir haben hier so ein bisschen Stacheldraht. Wir haben hier ein fliegendes Auto. Sagt er, wo ist denn hinlegen? Kann man sich hier nicht hinlegen? Scheinbar kann man sich auf der Karte nicht hinlegen. Ach, ne, X ist es. Ah, hier haben wir ein fliegendes Auto. Dummerweise ist bei dem Dev-Profil halt nicht meine beliebte Steuerung, also nicht meine eigentliche Steuerung eingestellt. So, dann steht hier so ein bisschen Bleich rum. Hier haben wir ein paar Waffen, die wir aufheben können. Die sind übrigens zufällig generiert. Das sind immer andere. So, nehmen wir uns mal hier die Makarovs mit. Hier können wir noch die AKS-74U mitnehmen. Achso, die müssen wir erst untersuchen. Dann haben wir hier wieder auch so ein fliegendes Cord-Maschinengewehr. Kann man das benutzen? Es gibt nämlich ein paar Cords auf der Karte. Ein paar davon kann man benutzen, ein paar nicht. Ach, das scheint zu denen zu gehören, die man benutzen kann. Kann hier schon mal ein bisschen durch die Gegend ballern, wenn man da Bock drauf hat. So, was gab es hier noch? Hier gibt es dann NB, weiß ich nicht genau, was das heißen soll. Dann hat man hier noch eine Kiste. Ach, hier sind diese vier Jacken. Die sind halt zum Testen. Ja, kann man hier in die Kiste reingucken. Das ist eine ganz normale Kiste. Auch nichts weiter Besonderes. Man dann auch den üblichen Militärkram drin. Ach, das könnte uns gleich noch ein bisschen helfen. Und ein bisschen BP-Munition. Hier die Jacken, die verhalten sich auch ganz normal. Und dann, ah genau, dann haben wir hier so ein paar Versatzstücke, die sonst auf Factory verbaut sind. Hier haben wir dieses Stück mit den Computern oben drauf. Hier sind die Computer, sieht normalerweise auf Factory ein bisschen anders aus, weil es ein bisschen anders ausgeleuchtet ist. Dann kann man hier runtergehen. Auch nichts so weit, so super Spezielles. Hier fliegt so ein bisschen der Dreck in der Luft, weil halt der Dreck mit zu dem Gebäude-Asset gehört.
Dann haben wir hier diese Silo-Tanks, die auch normalerweise auf Factory rumstehen, soweit nichts Besonderes. Ach, das ist das, was ich gerade beschossen habe. Und zwar ist das hier, das sind Pen-Tests, also Penetration-Tests. Zum Beispiel diese Wand hier hat, meine ich, die gleiche Penetration wie den Körper. Also 1, 2. Ja, durchgekommen. Und dann haben wir hier verschiedene Materialien. Dann haben wir hier Zaun. Ich weiß nicht, was das ist. Da steht auch irgendwas drauf. Das ist wahrscheinlich Papier. Haben wir hier Glas. Also auch kein Problem. Was habe ich denn für eine Munition drin? Ach, BP. Jetzt brauche ich natürlich eine Munition, die so ein bisschen weniger Pen hat. Dann haben wir hier dann Blech. Ja, Stahl. Und andere Assets. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, da drüben gibt es dann nochmal mehr Penetration-Tests. Ach genau, dann haben wir hier die komplizierteren Penetration-Tests. Ich bin kein großer Experte für Penetration, aber es sind dann so die verschiedenen Werte. Hier haben wir dann hier für 762 mal 39 mm PS, PL33 mit 0,75. Ich kenne mich mit Penetration nicht genug aus, um genau zu wissen, was das alles ist. Genau, um das zu testen, haben dann ist hier dann nochmal eine Cord platziert worden, um halt auch diese Sachen hier zu testen. Ich glaube, das sind Glasbausteine und sowas. Das ist eigentlich relativ offensichtlich, was es ist. Aber ich glaube, da gibt es noch mehr von. Aber kommen wir erstmal zu was Coolerem. Und zwar haben wir hier dieses coole Firing House. Also dieses coole Spec Ops-artige Gebäudetraining. Und zwar kann man dann hier Gebäude trainieren. Also hier so ein bisschen gucken, wie sind die Waffen, wie verhält sich wirklich die Streuverhalten. Also wirklich sozusagen Live-Test. Und das Coole ist, wenn man da rausgeht, kann man nämlich nochmal von außen, also kann man die Treppe hoch, dann kann man sich hier von außen das nochmal angucken, kann man gucken, so wie verhält sich der Spieler und so weiter. Das wird dann meistens dann natürlich auch mit anderen Leuten getestet. Alleine hier durchzugehen ist jetzt nicht ganz so sinnvoll. Dann haben die wirklich hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hier sind dann auch noch verschiedene Türen. Ich glaube, in diesem ganzen Gebäude ist, glaube ich, jede Tür, die es im Spiel gibt, außer die ganz großen, einmal eingebaut worden, um da auch Sachen mitzutesten. Und da sehen wir natürlich das nächste Spannende, und zwar den großen Schießstand. So, dann laufen wir mal hier runter. So, dann haben wir hier Schießstände, zum Beispiel hier den für 10 Meter. So, ich wollte eigentlich gerade nachladen. So, können wir hier mal Streuverhalten gucken, so ohne Gegenhalten. Im Vollautomatik-Modus wäre es besser. So, dann kann man dann hier zum Beispiel auf 10 Meter wirklich das Streuverhalten ablesen. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil es durch den Regen hier auf der Karte gerade ein bisschen dunkel wird. Wir haben hier diese typischen zwei ersten Einschüsse von der AKS-74U, dann den dritten Ausreiß und dann haben wir hier wirklich das große Streuprattern der vom Rest der Schüsse. So muss das heißen. Dann können wir das Ganze zum Beispiel dann nochmal auf 20 Meter angucken. Ich glaube, da wird das meiste schon gar nicht mehr auf der Scheibe sein. Yep. Ach so, ich fange gerade an. Ich habe mich gerade gewundert, was passiert. Aber ich habe ja einzelne Patronen im Inventar. Und deswegen sieht das so aus, dass er jetzt jedes Mal die Waffe sozusagen als Einzellader verwendet. Übrigens, coole Animation, die letztens hinzugefügt wurde. Hier haben wir, ach so genau, das ist ein, den habe ich gerade gemacht. Hier müsste der erste Einschuss sein. Dann haben wir hier den Rest von Streupattern. Das kann man dann hier auf der Range für verschiedene Entfernungen machen. Natürlich macht das dann irgendwann keinen Sinn mehr. Ich glaube, die gehen sogar relativ hoch. Ach so, hier sieht man nochmal hier in der Luft schweben die großen Zahlen. Hier 50 Meter, 80 Meter. Dann haben wir 100 Meter und 150 Meter. Übrigens praktischerweise sogar schon mit Bänken, damit man sich hinlegen kann. So, bei auf 150 Meter schießen, ohne zu liegen, ist halt ein bisschen sehr utopisch. Hier haben wir dann natürlich auch immer Zwischenschritte. Vor allen Dingen ist das wichtig für die Granatgeräte, die ja letztens ins Spiel gekommen sind, damit die richtig funktionieren, damit man gucken kann, ob das Granatgerät dann auch wirklich gut funktioniert. Ach, dann haben wir hier nochmal so eine spezielle Nahkampfrange. Hier nochmal mit 10 Metern, obwohl ich glaube, das war buggy. Ich glaube, das sind keine 10 Meter. Ich glaube, das war ein bisschen weniger. 20 Meter, 50 Meter, nochmal so riesige Zielscheiben. Dann nochmal hier für bis 300 Meter. Und die Zielscheibe von 300 Meter, die ist schon relativ im Nebel. So, dann haben wir hier nochmal das Killhaus von der anderen Seite. Ich muss nochmal gucken, was es hier noch an interessanten Sachen gab. Ich glaube, es gibt noch so eine Pen-Range, so eine Penetration-Range, wo man nochmal ein paar andere Materialien angucken kann. Ach so, genau, die andere Pen-Range ist einfach auf der anderen Seite von der präzisen Pen-Range.
Und zwar ist die, meine ich, auch jetzt für Rüstungen. Ah ja, genau, die ist für Rüstung. Und zwar ist relativ offensichtlich, das ist halt die Textur von dem Trooper Plate Carrier, meine ich, heißt er. Das ist dann die Textur vom UN-Helm. Dann haben wir hier sowas wie Reifen, Pakete. Ich meine, das ist Glas. Ich weiß nicht genau, ob das Glas ist. Dann haben wir hier Holz, Beton und Metall. So, dann wollte ich noch mal gucken, ob es sonst noch irgendwas Interessantes gibt, denn so viel gibt es hier gar nicht. Das ist der Exit, das sind halt hier diese Silos, die ja eigentlich auf Factory rumgammeln. Dann haben wir hier so eine große Kiste. Ich glaube, diese Kisten sind aus dem einen großen Kistenraum im Reserve. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wo die stehen. Vielleicht sind die auch mehrmals platziert worden. So, dann haben wir hier ein Auto. Haben wir hier nochmal Kisten? Ja, hier ist, glaube ich, auch nichts Spannendes drin. Hier sind auch nochmal Kisten. Ach so, stimmt, diese Kisten funktionieren nicht. Die sind tot. Weil, das ist auch was ganz Interessantes. Und zwar, diese Kisten hier gehören, meine ich, fest zum Asset dazu. Und deswegen funktionieren die nicht. Und deswegen mussten die nochmal eine echte Kiste, also die Funktionseinheit von einer echten Kiste, über diese falsche Kiste drüberlegen oder sowas. Ich erinnere mich da an irgendwas, bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist, ja, eine große Militärkiste. Die funktioniert auch. Also das Funktionsasset sitzt da drüber. Ah, Amber Sights, Archangel Stock und ich meine Glock Barrel. Glock Barrel? Ja, Glock Barrel. Glock Kompensator Barrel. Dann ist hier ist jetzt nichts wirklich viel Interessantes. Hier sind noch viel Fenster, die halt hier im Nichts schweben, weil die mit der Glaspenetration, meinte ich, irgendwelche Probleme hatten oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann gucke ich mal. Ich möchte ja auch alles gesehen haben. Und das Video ist sowieso schon über 10 Minuten. Das heißt, das Kind ist sowieso schon in den Brunnen gefallen. Ach genau, hier sind noch Lampen, die einfach rumhängen, wo irgendwelche Beleuchtungen mit getestet werden. Genau, die Beleuchtung von Gegenständen auf dem Boden wird damit getestet. Und mehrere Schatten. Und zwar hat man das normalerweise in Tarkov nicht, dass man so viele Lichter auf einmal hat. Aber hier habe ich dann, glaube ich, 1, 2. Guck mal, wie viele Schatten ich habe. Richtig cool. Achso, ihr fragt mich gerade, wo halt hier dieser Lauf von der AK-74 herkommt, aber das ist die AK-74, die ich auf dem Rücken habe. So, jetzt ist die auch weg. Was gab's hier noch? Genau, hier gibt es noch so ein bisschen Türen. Hier noch so ein Zaungatter. Hier ist irgendwas, was noch nicht vollständig funktioniert, wo noch dran gearbeitet wird. Hier sind halt diese typischen Türen. Ich glaube, hier in der Ecke, irgendwo in so einer komischen Ecke steht noch ein Granatwerfer. Wo ist denn die Granatwerferecke? Hier ist die nicht. Hier ist ein Klotz ohne Funktionseinheit. Hier ist ein Tresor und eine Kasse. Ist jetzt auch nichts so Besonderes. Die müsste auch einfach entweder gar nichts oder Rubel ausspucken. Und auch das Ding hier spuckt entweder gar nichts oder Rubel aus. Ja, oder halt Dollar. Oder halt Euro. Oder halt ein Pferd. Also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Hier ist dann noch so eine Tür. Ich glaube, die hat keine Funktionseinheit und die ist auch. Ach so, stimmt, die ist unsichtbar. Das ist die unsichtbare Tür. Hier wird aber auch ständig Sachen geändert. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Waffe nicht hochnimmt, wenn ich mich dieser Tür näher. Das ist eine unsichtbare Tür. Das ist eine Geistertür. Und hier ist dann wirklich. Ah, genau. Hier ist der Raum mit dem Granatwerfer. Keine Ahnung, warum die hier im Raum den Granatwerfer positioniert haben. Ich werde den Granatwerfer so positionieren, dass ich gegen die Wand schießen kann. Und du auch. Verstehst du hier auch? Einfach ganz normaler Aktenschrank. Auch nichts Wildes. So, ich meine, escapen kann ich ja sowieso nicht, weil der Ausgang kaputt ist. Deswegen würde ich einfach sagen, schieße ich einfach mal mit dem Granatwerfer gegen die Wand. Gönnt sich ja sonst nichts. Ach so, genau, die haben das gemacht, um die Entfernung zu testen. Hä? Okay, der funktioniert irgendwie auch nur so halb. Aber die Wände sind echt. Also ich kann durch die Wände nicht durch, aber der feuert irgendwie nicht richtig. Ich weiß jetzt nicht genau warum. Der müsste eigentlich funktionieren. Und hier steht auf weiter Flur einmal einfach nochmal so ein komischer Gabelstapler. Keine Ahnung, was da getestet wurde. So, dann gucken wir mal. Genau, ich wollte nochmal beim Ausgang gucken. Genau, der Ausgang, der leuchtet rot. Aber da der nicht funktioniert, kann man ja auch nicht escapen. Entweder gibt es hier noch einen zweiten Ausgang, den ich nicht kenne. Oder halt nicht. So, dann gucken wir mal. Was steht denn da? Lesen wir nochmal genau. Das ist Sotku Bolgen.
Sagt mir beides nicht, da kann ich nicht genug Russisch für, leider. Ja, dann würde ich auch sagen, dann ist das Video knapp 15 Minuten lang. Dann würde ich sagen, ich finde das übrigens sau witzig, dass es hier trotzdem Vögel auf der Map gibt, die auch wirklich mit der Map interagieren und auf der Map programmiert sind. Okay, das ist gerade kein Vogel. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte eure Neugier, was das Dev-Profil und was diese Beta-Map hier angeht, also diese Dev-Map hier angeht, befriedigen. Konnte man die nicht mal abschießen? Ach, ups, ich habe, sorry. Ich habe eine Sache habe ich vergessen. Und zwar gibt es hier noch so auf dem Boden noch so Sniper und irgendwo steht auf dem Boden auch Minen, aber das Minenfeld funktioniert nicht. Und ich sehe, das sehe ich auch das erste Mal, dass hier wirklich noch mal ein Granatgerät hier oben auf dem Dach steht, aber ich wüsste nicht, wie man auf das Dach kommt. Eine Sache hatte ich noch vergessen. Und zwar das Dev-Profil unterscheidet sich noch von normalen Profilen dadurch, dass man eine Error-Konsole hat. Und zwar nicht die normale Konsole, die man, ich glaube, bei Ö hat. Nicht diese Konsole, wo man Help eingeben kann, wo man früher mal sowas machen konnte wie FPS. Das ging früher FPS geschweifte Klammer. So, geschweifte Klammer 2, geschweifte Klammer zu. Das konnte man ja früher mal machen, aber das geht jetzt nicht mehr. Was ich meine, ist eine Error-Konsole. Und manchmal hat man im Spiel Errors und dann geht bei den Dev-Profilen geht dann einfach die Error-Konsole auf. Ich glaube, das kann man nicht provozieren, wenn ich hergehe und mir das Internetkabel rausrupfe. So, jetzt habe ich das Internetkabel rausgezogen. Eigentlich müsste es jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, bis bei mir die Error-Konsole aufgeht. Ich weiß nicht mehr genau, was man machen muss, damit das, um das zu provozieren. Ausgang gehen nicht. Ich glaube, man musste irgendwas aufheben. Oder irgendwas versuchen zu looten, wenn man das Internetkabel rausgezogen hat. Und dann müsste das abstürzen. Ach so, das ist keine echte Kiste. An der Kiste war ich schon. An der Kiste war ich noch nicht. Sehr merkwürdig. Normalerweise müsste doch jetzt die Error-Konsole aufgehen. Ja, dann würde ich sagen, wenn halt die Error-Konsole. Okay, jetzt ist das. Ja. Jetzt hat sich das Spiel einfach so verabschiedet, ohne die Error-Konsole aufzumachen. Dann würde ich nochmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann würde ich mich ganz herzlich über Follower bei Twitter und Instagram freuen. Dann hoffe ich, euch hat die Vorstellung soweit gefallen, auch wenn sie jetzt nicht so ganz so gut geplant war. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.